Ja, das Mausoleum, das wird ja früher oder später auch noch kommen. Und Tag 24 beginnt. So allmählich schießen wir uns ja dann doch schon hier aufs Finale ein. Ach, was sind denn das immer für Geräusche da? Gut, wir lassen uns heute mal ein bisschen Zeit. Wir kennen ja die Strecke. Weil vor einer bestimmten Uhrzeit geht das hier sowieso nicht los, habe ich das Gefühl. Ich denke mal, irgendwann ist auch draußen mit diesem Brunnen noch was. Wo wir die Batterien gefunden haben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Hat das Haus eigentlich einen Keller? Oder einen Dachboden? Es wären auch noch so Orte, die sich irgendwie eignen würden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bubi da draußen schon wieder rumscheißert. Aber wir gehen mal ganz gelassen dahin, weil, wie gesagt, es muss ja erst mal dunkel werden, bevor hier wirklich was passiert. Hab ich zumindest das Gefühl. Katzen schlafen noch, das finde ich gut. Ja, Bubi raschelt, Bubi sag ich schon. Raggy raschelt draußen schon durch die Gärten. Kann er gerne machen. Da bezahlen wir ihn ja schließlich für. Kann er ein paar Vögel vertreiben. So, ist das hier der Mannequin-Raum? Ja. Dann haben wir den hier aufgeschlossen. Nee, da hinten. Irgendwo hier haben wir einen aufgeschlossen. So, Leute, je nachdem... Je nachdem, wie schnell wir jetzt hier durch diesen Tag kommen, mache ich ein bis zwei Tage noch. Also entweder ist das hier der letzte oder der vorletzte. An den Raum kann ich mich gar nicht erinnern. Ach, das ist ja von eben, ne? Ich bin... Das ist ein Raum, hä? Das ist doch scheiße. Ah! Manchmal lohnt es sich dann doch... Dann machen wir erstmal hier unten weiter. Ah, okay. Und nicht schon wieder die Uhren. Ach so, das war wieder nur ein Shortcut. Das heißt, wir warten wieder noch auf das getriggerte Event. Dann mache ich mal die Taschenlampe wieder aus. Dass wir die Kapazitäten dann später noch haben. Da ist wieder wer durchs Haus geschlichen hier. Ich frage mich, ob diese Hauntings auch einen auch so ein bisschen in die Richtung treiben, wo jetzt das nächste Event beginnt. Ich weiß nicht, warum ich so eine Abneigung dagegen habe, mal ein paar Streichhölzer zu benutzen. Ich nehme ja eigentlich immer nur die Taschenlampe hier. So, zack. Wer ist das? Und wieso hat sie die europäischen Sterne um ihr Foto herum? Ein Bild von einem Wald. Cursed Forest oder was? Ich kann jetzt mal die ganzen Bilder von diversen Häusern hier mal angucken. Ja, ich habe wieder keine Idee. Wir könnten höchstens draußen mal zu dem Brunnen gucken. Hier hatten wir jetzt auch schon was. Das sind die Uhren. Da wird nicht zweimal der gleiche Horror kommen. Nicht geskriptet zumindest. Höchstens als Random Chance. Ich finde die Bilder hübsch.
Ich finde auch die Frau hübsch. Das vielleicht... Ich weiß ja nicht, wie groß das Team ist, was hier an diesem Spiel arbeitet, bin ich ganz ehrlich. Es ist, ob das vielleicht entweder eine Mitarbeiterin ist oder die Freundin von irgendeinem Programmierer oder sonst was. Hallo. Geister. So habt doch keine Furcht. Ich will doch nur spielen. Ich habe übrigens komplett die Orientierung verloren. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ja, Vogelscheuche ist schon weg. Wir müssen ja irgendwann auch noch den Schlüssel für das Friedhofstor kriegen, ne? Na? Pulst dich an die Füße? Ich will mal hier hinten beim Brunnen gucken. Ja, Reggie, lass mich in Ruhe. Du nervst. Wenn man ihn denn wenigstens zwischendurch mal sehen würde, dass er irgendwo dann doch hockt oder sonst was, aber so... Ja. Willkommen im Pineview Drive. Ach da... Oh Mensch. Hab dich gar nicht gesehen, Bubi. Aber mein Lebensbalken ist trotzdem gesunken, weil ich durch die Gegend geguckt habe, als er gelacht hat. Aber ich bin ganz ehrlich, erschrocken habe ich mich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, da kamen Schrittgeräusche aus dem Pflanzenzimmer. Ach so. So, ich habe nebenbei mal meine Batterien geladen. Ich mache die Taschenlampe aber erst an. Jetzt mach Tür auf hier. Wenn wir am Pflanzenzimmer sind. Und ich sag jetzt einfach mal spontan, Tag 25 machen wir noch. Und dann mache ich Pause. Den Rest mache ich dann morgen Nacht. Also quasi am... Heute ist der 8. oder inzwischen ist der 9. geworden. Also von der Nacht vom 9. auf den 10. August. Dass ihr eine Vorstellung habt, wann ich hier das jetzt aufgenommen habe. Ich nehme mir immer so ein bisschen im Voraus aus, oder das ist... Spinnen. Fand ich jetzt nicht so gruselig. Weil ich... Na gut, das hat mich auch nicht überrascht. Ich wusste ja, dass hier was ist. Hat er mir ja schon gespoilert quasi. So, wo ist denn der Schlüssel? Wir müssen doch dafür einen Schlüssel gekriegt haben. Wir kriegen für sowas immer einen Schlüssel. Ach, da. So. Okay, diesmal hat er mich schon mehr überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der... Ich renne schon wieder im Kreis. Dass der hier zweimal auftaucht. Na gut, wenn ich jetzt, ich sag mal so, wenn ich jetzt den Tag nochmal machen müsste, dann wissen wir ja, wo es weitergeht. Dann sind wir ja relativ zackig da. Und dann lasse ich einfach die Finger von der Tastatur bei diesen Events und dann geht das schon klar. Mensch, dass dieser Clown jetzt anfängt, uns hier durchs Haus zu verfolgen, das finde ich schon cool. So, hier ist noch eine Tür. Hier müssen wir weiter hoch. Ich frage mich ja, was passiert, wenn wir... Ach, wir sind schon ganz oben. Wenn wir keine Energie mehr haben. Also klar, ich weiß, was passiert. Dann sind wir Game Over. Wenn wir den Tag nochmal starten.
Aber so vom Ereignis her, was dann passiert halt, ne? Da muss ja dann irgendwas passieren. Ah. Das ist gemein, ich habe nicht reagiert. Ja. Sieht er, da ist nichts passiert. Schon wieder Schach. Liegt hier vielleicht, da liegt der nächste Hinweis. Ich gucke nur kurz noch, ob wir Batterien oder irgendwas haben. Ja, haben wir. Gut. Ja, wie gesagt, es ist noch ein Fernsehzimmer. Ich erinnere mich an ein Foto. Darauf war etwas Böses zu sehen. Ich muss es finden. Ein Foto mit etwas Bösem darauf. Jetzt bin ich interessiert. Tag 25. Okay, Leute, den mache ich jetzt noch. Ach du Scheiße. Unsere Lebenspunkte, die regenerieren sich ja gar nicht vernünftig. Das ist natürlich fies. Ich frage mich, wenn ich jetzt den Tag neu laden würde, ob wir dann mehr Lebenspunkte hätten wieder. Sonst werden wir wahrscheinlich noch feststellen, ja, wie der Game Over Screen aussieht. Wo war die Tür? Hier hinten irgendwo. Diese hier, ne? War das diese? Ja. Das fände ich natürlich gut, wenn das unser Checkpoint-System wäre. Das war, wenn wir neu starten jetzt, quasi unsere Lebenspunkte wiederhergestellt werden. Weil sonst kann das ja mitunter sehr böse werden, jetzt auf die letzten Tage hin. Wieso brauchen wir eigentlich schon wieder Schachspiele hier in diesem Haus? Ich mach mal Licht. Ach ja, Reggie ist auch schon wieder unterwegs. Ja, ich glaube, es ist wieder zu hell. Ich gehe mal nach draußen. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Ja, die Vogelscheuche ist weg, das habe ich erwartet. Ich gucke halt immer noch nach diesem Brunnen hier hinten. Die Schaukel bewegt sich. Dieser hier, der ist mir nicht ganz geheuer. Da ist doch auch noch irgendwas mit. Ich vermute mal den Friedhof und das Mausoleum da hinten, wo die Vogelscheuche immer hing. Ja, ich hab's gehört. Ich wollte nur das Spiel nicht glauben lassen, dass mich das irgendwie irritiert. Weil wir halt nicht mehr so viele Lebenspunkte haben. Ich denke mal, die Tür zum Mausoleum, ich kann euch das ja nochmal kurz zeigen. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun. Finger werden schon ganz steif von vielen Tastendrücken hier. Ich vermute mal, das machen wir an Tag 30, dass wir dann da reingehen. Das ist bestimmt das Finale.
Der Leuchtturm leuchtet wieder nicht mehr. Regenerieren wir eigentlich mit der Zeit Lebenspunkte? Ne, seht ihr da hinten, da ist ein Grab. Dieses Tor, das werden wir wahrscheinlich relativ zum Schluss öffnen. Ich gehe mal ganz cool und locker auf die Tür zu. Ich beobachte gerade mal so ein bisschen unseren Lebensenergiebalken. Ob der sich mit der Zeit wieder füllt. Ich meine nämlich, wir haben jetzt mehr als vorhin. Ich habe gerade mal genau geguckt, tut mir leid. Ja. Wohin jetzt? Der Clown macht es mir jetzt auch so ein bisschen schwierig, hier durch die Zimmer zu laufen, weil wenn der ständig erscheint und uns Lebenspunkte kostet, so als Random Gag, dann ist das auch scheiße. Das heißt, wir können ja einfach mal gucken gehen, ob er eventuell noch auf seinem Platz sitzt. Nicht, dass ihn das letzte Mal aufgehalten hätte. Und natürlich ist er schon im Haus unterwegs. Also wir kennen inzwischen 5 oder, wenn wir den Kühlschrank mitziehen, 6 Plätze, wo er auftauchen kann. Ja, und ich weiß wieder nicht so recht, wohin. Was haben wir denn noch für markante Räume? Gehen einfach mal hier hinten lang. Und ja, ich gehe... Das heißt, ich gehe mal hier hoch. Haben wir hier noch irgendwas? Ich richte mich jetzt auch immer aus und lasse dann die Maus los. Das wäre der Schatten. Das war das Schachzimmer. Einfach damit ich nicht, wenn ich zusammenzucke, hier das Bild verreiße. Hier hat noch nichts, ne? Hier ist auch noch nichts passiert in dieser Küche. Ich halt jetzt ganz viel Bedacht lege auf unsere Lebenspunkte. Und mich dementsprechend verhalte. Und das heißt halt auch, nicht anhalten bei irgendwelchen Events, wenn irgendwas passiert und nicht hektisch in der Gegend hin und her gucken. Wir sind da wieder bei den Bildern. Weil ich finde, das ist auch für die Atmosphäre scheiße, wenn man Nächte mehrfach spielen muss. Wenn man dann weiß, was passiert, wo man hin muss und alles. Obwohl ich ja jetzt ganz gerne wüsste, wo ich hin muss. Na, Ladies? Alles in Butter bei euch? Wie spät ist denn das? Wir gehen mal zur Uhr. Viertel nach 4. Ein bisschen Obst vielleicht. Lecker sieht ja schon aus, ne? Ich jetzt schon Bock. Und na klar, also mit der Zeit regeneriert sich unsere Lebensenergie. Das finde ich sehr sozial vom Spiel. Ich weiß nur nicht, ob das auf Zeit ist oder vielleicht, wenn wir auf irgendwelche Events nicht regenerieren, dass das Spiel registriert, okay, er wird jetzt wieder ruhiger oder so. Nee, ich gehe mal weiter nach oben. Aber es ist auf jeden Fall fair, dass wir die Möglichkeit haben. So allmählich könnte er mir aber auch einen Tipp geben. Kann es sein, dass wir den Tipp immer um 5 kriegen? Hier liegen Batterien. Bin ganz ehrlich, da habe ich mit gerechnet.
Das ist ein komischer Schattenfall hier. Na gut, ich spiele ja weiterhin noch nicht auf maximalen Details. Ich weiß nicht, ob das auch irgendeinen Einfluss hat, ob wir laufen oder nicht. Darauf, inwiefern das Spiel jetzt meint, wir hätten Angst, meine ich. Ja, dann werden ja die Folgen diese Woche richtig schön lang. Jetzt auf die Uhr gucke. Ich will auch nicht hier mitten in so einer Nacht aufhören. Ich mache das ja so beim Aufnehmen, wenn ich starte, dann gucke ich auf die Uhr und dann überlege ich mir eine ungefähre Uhrzeit, bis zu der ich mindestens spiele. In der Regel halt 2 Stunden. Und oft überziehe ich dann noch so 5 bis 10 Minuten, damit ich so ein bisschen die Folgenlänge variieren kann. Und wir müssten theoretisch jetzt... Ich habe das Gefühl, ich sollte mich nochmal im Esszimmer zum Hof genauer umsehen. Esszimmer zum Hof, okay, wo waren das? Das war hier oben irgendwo. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind wir jetzt schon eine gute Viertelstunde über der Zeit. Also eine Viertelstunde länger als die 2 Stunden, die ich immer aufnehme. 2 Stunden deswegen, weil 6 Folgen die Woche zu 20 Minuten sind halt 2 Stunden. Weil ich mir nicht vorher durchplane, wie lange ich die Folgen mache. Ich entscheide das ja dann spontan hinterher, wenn ich am Schneiden bin. Und das ist jetzt auch total passig, dass ich über solche Sachen erzähle hier. Du bist nicht das Esszimmer zum Hof, du bist das Pflanzenzimmer. Du bist das Esszimmer zum Hof, ne? Oder? Ah! Na toll. Ich mach die Lampe nochmal aus, tut mir leid. Gucken mal, ob wir jetzt hier oben reinkommen. Nee, hier nicht. Das war inzwischen auch offen. Jetzt kann ich auch laufen, weil jetzt habe ich ja mehr oder weniger ein Ziel. Hier waren doch noch verschlossene Türen. Naja, und auf jeden Fall, wenn ich dann halt so überziehe, wie heute, also wenn ich hier 15, 20 Minuten überziehe, dann verteile ich das natürlich mehr oder weniger gleichmäßig dann auf alle Folgen. Ah. Was dann natürlich dazu führt, dass dann alle Folgen in der Woche länger sind und nicht nur die letzte oder so. Das heißt, wenn ich zum Ende einer Aufnahme hin, zum Ende einer Woche hin sage, oh, ich überziehe wieder, dann wisst ihr das schon längst, weil halt die Folgen nicht 20, sondern 25 Minuten gehen. Das so ein bisschen als Einblick hinter die Kulissen. Da ist ein Foto. Ich will mich hier nochmal kurz in diesem Raum umsehen. Aber hier ist auf jeden Fall der nächste Hinweis und damit dann auch das Ende der Aufnahme. Denn das war Pineview Drive für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir uns hier hoffentlich bis zum Ende durch dieses Spiel gruseln. Und ja, keine Angst, ich nehme den Hinweis gleich noch auf. Ich will nur jetzt schon mal die Abmoderation machen, damit die Folge nicht damit endet, dass da Tag 26 steht. Das ist ein bisschen doof. Von daher, ich bin der Rio. Ich klinke mich jetzt aus, gebe euch aber jetzt noch den letzten Hinweis hier von Tag 25, der da auf dem Bett liegt. Angenehmes Gruseln noch und wir hören voneinander, Leute. Bis dahin sag ich aber erstmal ciao.
Ein Teil des Fotos. Ich muss die übrigen Teile finden.